Hi, willkommen zu einer neuen Folge Team Mesia. Letztes Mal waren wir ja noch einmal im dritten Hauptgebiet drin, weil ich einige Sachen noch einsammeln musste. Und ja, das haben wir erledigt und heute können wir uns um die erste von zwei Nebenmissionen der Hermesfestung machen. Die erste ist, glaube ich, gleich wieder ein Boss. Da steht nämlich Bezwinge Urd, wer immer das sein mag. Schauen wir mal rein. Ist hoffentlich ein Boss-Level. So wie bei Odur und ich weiß nicht mehr, wie der andere Boss hieß. Aber da ist gleich ein Stuhl. Deswegen heißt das wahrscheinlich Level. Ich habe 7, 8. Es könnte sich lohnen, meine Seelencontainer auszugeben. Ich habe von diesen teuren, nehme ich ein bisschen was. Und diese kleinen können wir verschachern. Wie viel habe ich jetzt? Jo, es reicht knapp. Schön. Wir nähern uns auch bald dem Maximum-Level. 41 sind wir. Also 9 Level-Ups noch und wir sind voll. Ne, nein, ich war noch nicht fertig, Mann. So, wir können einige Seuchenwaffen verbessern. Ich habe ein bisschen Stuff gesammelt. So, da haben wir auch was gefunden. So, wir können eine freischalten, die von Boss nämlich. Riesenschwert. Zeig mal her. Wie viel Schaden macht die so? 300 plus 50 Angriffsschaden. Okay, könnte mir vielleicht gefallen. Was heißt vielleicht? Das ist. Ich rüste das mal aus. Das gefällt mir von der Animation nämlich. Zeig mal her. Zack, zack. Ja. Müssen wir mal gucken. Habe ich schon den Special Move freigeschaltet? Oh, die Abklimmzeit. Das ist natürlich ein Faktor. Moment. Schaden 10% erhöhen. Abklingzeit ist 15 Sekunden. Kann ich noch um 20% reduzieren? Geht auf 12 Sekunden runter. Was hat denn die Lanze für eine Abklingzeit? 8 Sekunden. Ich laufe damit erstmal ein bisschen rum. Ob es mir dann nicht gefällt, werde ich ja sehen. So, dann haben wir noch Tränke, die wir verbessern können. 525 ist halt huge. Der heilt halt langsam, aber er heilt fast doppelt so viel. Na, bis zur nächsten Folge überlege ich mir, ob ich den vielleicht wechsle. Dann muss ich mein Heilungsverhalten vielleicht ein bisschen ändern. Weil ich will noch einen Level Up in Vitalität machen und dann reicht das, glaube ich. Und den Rest tue ich dann in die Attack-Wert reinstecken. Okay, es ist ein Level. Und dann dieser langsame Trank, das ist schon sick. Und wenn unbedingt Heilung nötig ist, kann ich ganz schnell hierhin switchen und mich heilen. Naja, werden wir sehen. Das vielleicht mehr Sinn macht. Kann ich das öffnen? Ja. Das ging in normalen Level nicht. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Wenn ja, habe ich schon wieder was verpasst. Aber ja. Ich werde das hier sehen vom Finale, ob ich alles eingesammelt habe oder nicht. Und dann heißt es halt suchen. Was man verpasst hat oder nicht. Ich nehme mal stark an, dass man gleich hier nicht weiter kann. Das ist eine falsche Annahme. Naja, mich trotzdem erwischt. Also hier geht's weiter.
Das sind noch mehr Soldaten. Ich nehme mal an, dass das ein optionaler Raum ist, den ich da betreten kann. Jedenfalls wirkt das so. Wo ist wahrscheinlich ein Dokument oder Seelencontainer? Es gibt reichlich Feinde. Ja, vielleicht ist das doch nicht nur ein optionaler Raum. Er macht einen Speerspitzen weg. Ja, hier sind zwar viele Gegner, aber es gibt ein Dokument auf jeden Fall. Das ist ein Zwischengegner. Au, oh, ich bin fast tot. Heilig! Ich darf nicht in den anderen Gegner rein. So, ich lasse den mal angreifen. So. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Speer. Ich bin irgendwie von dem Schwert nicht angetan, weil er so langsam ist. Das ist natürlich jetzt ein starkes Handicap, dass ich keine Seuchenwaffe habe, die den angreift. Dass du mich parierst, ne? Das schmeckt mir gar nicht. Ich werde sterben. Probier's mal. Ich muss mich heilen. Ich hasse Speerfuzzis. Jo, und es passiert. Oh, alle meine Heiltränke sind aufgebraucht. Aber er ist tot. Alter, was für gut. Okay, die Seuchenwaffe ist nichts für mich. Die ist zu träge, braucht zu viel Seuchenenergie. Und macht weniger Schaden als gedacht. Der Wohnbezirk befindet sich in offenem Land rund um die heiligen Bäume. Unmittelbar daneben befindet sich der Aufgang zu der heiligen Stätten des Königreich Hermes, der Mörtherer Freituf und der Taliara-Kathedrale. Es ist schwer bewacht und darf von Normalbürgern nicht betreten werden. Okay. Ja, alle meine Sachen sind weg. Der Speer ist zwar genauso langsam, aber... Jetzt kommt das Aber. Hat eine kürzere Abklingzeit. Und sticht dreimal zu. Ich habe das Gefühl, der Speer macht auch mehr Schaden. Und die zweite Attacke von Speer ist nicht schlecht, wo er so einen Wirbel macht. Kann sein, dass das nur eine Übungssache ist und dass das mein erster Eindruck jetzt schon wieder täuscht. Warum sind hier nur Speertypen, Mann? Ich hasse Speertypen! Dann wollen wir mal hoffen, dass ich irgendwie zum nächsten Kontrollpunkt durchhalte.
Gegen den einen Zwischengegner habe ich jetzt hier schon einiges verhunzt. Bogenschützen, Speertypen, das Gebiet weiß, wie man sich bei mir beliebt macht. Kamera, 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 Kamera! Okay, das war ein bisschen blöd. Also es hat diese Kameraprobleme, die bei From Software auch meistens da sind, die sind da, ja, aber es sind nicht so schlimm wie bei From Software, finde ich. Okay. So bei den alten Souls-Spielen, also Dark Souls 1 und so, ist das halt wesentlich schlimmer als zum Beispiel bei Elden Ring, aber hier fällt mir das nicht so negativ auf, aber manchmal kommt es doch zum Vorschein. Oh. Da ist was, wo ich mich hinsetzen kann. Das freut mich schon mal. Dann gehen wir erstmal den Weg hier. Das wird wahrscheinlich in einer... Das endet nicht in einer Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, das ist schon mal gut zu wissen. Es sind nur Speergegner her. Die Entwickler wissen ganz genau, was den Spieler abfuckt. Es sind die nervigsten Gegner nur hier. Oh, hier ist das nächste Dokument. Rosmarin, Nelke, Lavendel, Minze, schwarzer Pfeffer. Diese Kräuter haben eine schmerzstillende, betäubende Wirkung. Wenn sie vermischt und gekauft werden, können sie durch die Krankheit verursachten Schmerz deutlich reduzieren. Okay, ein neues Rezept. Aber es ist sehr gut. Ich habe mich bei den einen Miniboss sehr, sehr dumm angestellt und ich habe es trotzdem geschafft, ohne zu sterben, zum Kontrollpunkt zu kommen. Das ist eine gute Sache. War knapp, aber trotzdem eine gute Sache. So, was wir auf jeden Fall tun, wir gehen zu meinem Speer zurück. Damit komme ich besser klar als mit dem Schwert, denke ich. Mit dem Speer kannst du halt auf weite Distanz bleiben, angreifen und dich sofort verziehen. Beim Schwert musst du in der Nähe sein. Und es ist halt unglaublich träge. Will ich den Trank vielleicht weg? Nein, wir bleiben bei den normalen Tränken erstmal. Bist du ein Zwischengegner? Ja, bist du. Das war zu optimistisch. Genauso wie das. Aber das, was mich an den Speer am meisten freut, ist diese geringe Abklingzeit. Das heißt, du kannst den relativ oft benutzen. Also ich habe den am Anfang auch nicht gemocht, aber mittlerweile ist es meine Lieblingsseuchenwaffe. Ich finde die Axt besser, ja, also nicht besser, sondern mag ich lieber von Angriffsmuster her, aber die Axt macht nicht so viel Schaden wie der Speer, weil die Axt nur einmal zuhaut. Der Speer ist halt super, um Schlüsse zum Wurmbezirk, alles klar, um Wunden aufzureißen. So, da es ein Zwischengegner war, ist das, glaube ich, ideal, um hier was zu machen. Oh, lol, wir haben die nächste Waffe fertig. Ne, nicht Details, ich wollte aufwerten. Es müssten eigentlich noch einige Zwischengegner kommen, ne, weil es fehlt noch reichlich, um komplett aufzuwerten. Aber man kann, das weiß ich mittlerweile, wenn man Bosse noch mehr spielt, diese Dinger bekommen, also diese Alchemieverstärker. Aber nicht unendlich, glaube ich. Nur zu einer gewissen Anzahl. Das würde dann einen Sinn ergeben, weil so viele Gegner kommen, glaube ich, nicht mehr.
Wir haben halt diese Nebenmission, dann noch eine wahrscheinlich und dann kommt schon das Finale. Die Geburtstagsfestlichkeiten des Königs werden am XX festgehalten. Eingeladene Adlige dürfen sich zur Tat an den Feierlichkeiten an der Königsresidenz einfinden. Normalbürger dürfen an diesen Tag die Arbeit fernbleiben. Lasst uns gemeinsam feiern. Der Dämmerzirkus wird zur Unterhaltung der Öffentlichkeit und den Bewohnern des Bäumemeers die Reihe von kostenlosen Darmübungen zum Besten geben. Okay. So, kann ich das jetzt kaputt machen? Nö. Da haben wir einen Seencontainer drin. Hallo, mach das auf. Der Anführer der Königsgarde und der Ritter des reinen Blutes haben mehrere geheime Treffen wegen der Sicherheit der Geburtstagsfälligkeiten des Königs abgehalten. Die lückenlose Überwachung soll fortgesetzt werden, während weitere Anweisungen König etwas noch abzuwarten sind. Um die Schutzmaßnahmen der Königsgarde weiter zu erhöhen, werden ausschließlich Mitglieder der Königsgarde eingesetzt. Alles klar. Das hier ist jetzt eine Sackgasse, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Da haben sie abgesperrt. Von hier bin ich gekommen. Leute, es fängt schon wieder an. Da war der Kontrollpunkt. Right. Ah, da kann ich irgendwas machen. Ah, ich kann das Tor öffnen. Okay. Ich schaue mich mal noch kurz um, ob ich irgendwas vergessen habe. Ne, da haben sie eine Barrikade aufgestellt. Okay, ich denke, hier hinter wird der Boss lauern. Ah, dann haben wir einen Kontrollpunkt gleich an der Stelle. Was sehr gut ist. Das wieso haben sie sehr gut in dem Spiel gemacht. Die Kontrollpunkte sind super gesetzt vor Bossen. Muss man sagen. Ah, nee. Boss kommt doch noch nicht. Jetzt gedacht, aber okay. Da es ein ganzer Level ist, ist das wohl so. Dann wird noch ein Kontrollpunkt kommen. Das ist das Tutorial-Gebiet. Das ist das Tutorial-Gebiet. Dann habe ich einen Guess, wer der Boss ist. Vark haben wir ja schon erledigt, aber im Tutorial haben wir eine etwas kleinere Person vor Vark gesehen. Die sah ein bisschen wie ein Ritter aus. Also sah nach einer Frau aus. So in einer Ritterrüstung. Dann wird sie wahrscheinlich der Boss hier sein. Wäre jetzt meine Vermutung. Weil sonst macht das eigentlich keinen groß... Oh, hier ist ein Stuhl sogar. Wo ich mich setzen kann. Hier geht's auch weiter. Oh, 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 warte mal. Den aktivieren wir. Ich guck mal erstmal nur rein. Dann wird hier wahrscheinlich gleich eine Sacke... folgen. Oder das Tor wird nicht aufgehen, das kann auch sein. Tor ist wahrscheinlich verschlossen, richtig? Von dieser Seite nicht möglich. Oder sie haben den Löffel jetzt größer gemacht, dass es einen Shortcut nachher darstellt. Tutorial war ja sehr, sehr kurz. Da hast du ja nur so ein bisschen die Mechaniken gelernt. Und dann wurdest du vom Vark verkloppt.
Das ist ein Zwischengegner. Ich hoffe, den da oben pulle ich jetzt nicht. Scheiße, war ich zu langsam. Das sind eigentlich Gegner, die mir liegen. Weil die lang sind. Okay, langsam sollte ich aufpassen. Ja, jetzt habe ich einen gepult. Ja, ich habe den falschen anvisiert. Ganz geil. So. Und du darfst bitte auch das Zeitliche sehen. Also diese Gegner, die dick auf die Kacke hauen, sage ich mal dazu. Mit denen komme ich wesentlich besser klar als diese schnellen Banditen. Da geht's, glaube ich, gleich zum Tutorial weiter, ne? Ja, das wird zum Shortcut gehen. Hier werden wir noch ein paar Sachen abgreifen können. Schwarzer Pfeffer. Das ist, glaube ich, eine Zutat, die ich noch nicht habe. Mir fehlt da auf jeden Fall eine noch. Also ich habe alles gefunden, bis auf eine. Ja, es ist wie mir dachte, es ist ein. Das Tor ist ein Shortcut. Ziemlich unnötiger Shortcut. Ah ja, man hat den Zwischengegner da eingebaut. Ne? Also von daher. Ob du jetzt links oder rechts rumgehst, ist glaube ich schon fast egal. Die Gegnermengen sind die gleichen. Wirkt auf jeden Fall so. Hinter mir steht, glaube ich, jemand. Man hat es kurz gesehen. Hier war der Kontrollpunkt in Tutorial mit den ersten heftigen Kaliber. Das weiß ich noch. Es heißt, der Rektor des Dämmerzirkus Odur wäre ein unehelicher Sohn eines gewissen Adligen. Nachdem sich seine Mutter mit der Seuche infizierte, wurden die beiden ins Narrenmeer verbannt. Alle Diener, die ihr Königsresident gearbeitet haben, wissen, dass sich im Gebäude ein Raum befindet, der nicht betreten werden darf. Gerüchten zufolge lebt dort die Königin. Okay. Ist das vielleicht die Königin, gegen die wir kämpfen? Aber... mein Guess ist, wie gesagt, dass das diese Ritterin ist, die man in Tutorial gesehen hat. Ja, und wie in Tutorial lauert hier ein Zwischengegner. Das ist auch ein Zwischengegner, mit dem ich besser klarkomme. Ich mag halt diese Speerfritzen, mag ich nicht. Und im zweiten Gebiet gab es solche Tentakelviecher. Oh, ich bin fast tot. Und merke es nicht. So. Ja, mit dem komme ich wesentlich hier besser klar, auch wenn ich fast gestorben bin.
Konnte ich da was anklicken? Ach so. Ja, das ist cool, ne? Wenn man diese Dokumente in Tutorial übersehen hat, kriegt man jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen. Da ist der nächste Stuhl. Ja, und dann wird's da oben zum Boss gehen. Da wird Urd auf uns lauern, denke ich. Erstmal gucke ich hier unten noch. Da haben sie eine Barrikade gemacht. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wir machen dann Urd in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.